Was geht ab, YouTube? Tactics ist wieder back am Start mit einem neuen Real Talk Thema für euch. Und zwar ist es mir gestern beim Einkaufen aufgefallen. Ich musste gestern zu verschiedenen Supermärkten für meine Eltern einkaufen, da meine Mama nicht konnte und sie hat mich halt gefragt, ob ich kann und dies, das. Meinte, okay, alles klar, kann ich machen. Ich bin dann mit dem Wagen zum Kaufland gefahren, hier in der Nähe. Ja, dann war ich bei Kaufland und mir hat wirklich ein Cent gefehlt, ne? Wirklich ein einziger Cent, weil ich hatte, wie viel musste ich bezahlen? Ich musste irgendwie 9, auf jeden Fall hat mir ein Cent gefehlt, ich weiß nicht mehr, 19,99 oder so war das. Und ich hatte 19,98, irgendwie sowas war das. Und ich hatte nur einen 100er-Schein, so. Und ich dachte mir dann so, okay, jetzt für einen einzigen Cent einen 100er-Schein anbrechen, ist schon räudig, ne? So, und dann habe ich sozusagen gesucht und meistens ist es an den Kassen immer so, dass sie sagen, ja, okay, 1 Cent ist okay, ist nicht schlimm, so. Weil wirklich 1 Cent, ob man jetzt einen Cent Minus in der Kasse hat oder nicht, es interessiert dem Chef nicht. Der sagt dann einfach, okay, alles klar, 1 Cent Minus ist nicht schlimm. Und manche Leute sagen ja eh immer, ja, 1 Cent brauche ich nicht, alles gut. Ne, deswegen dachte ich mir so, okay, vielleicht gleiche ich das aus und die Frau sagt dann nichts oder so. Und dann stehe ich da an der Kasse und sag so, ah, scheiße, mir fehlt 1 Cent. So, und dann sagt die Frau so, ja, also haben sie den nun jetzt oder nicht? Und war so voll irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich sagen, so nicht unfreundlich, aber so aufdringlich. Und ich meinte dann so, ja, ein Cent, Moment, ich schau mal kurz und hab ein bisschen gesucht, in der Hoffnung, dass sie sagt, ey, alles gut, passt schon, ne? Also hinter mir war auch keiner, die Kasse war leer, deswegen konnte ich das abziehen, sonst wisst ihr selber, ich hasse Leute, die dann auch noch einen letzten Cent da raussuchen, wie so ein Opfer. Na, auf jeden Fall habe ich dann halt so einen Cent gesucht und dann habe ich halt die Frau angeguckt und dann meinst du, ja, da muss ich ja wahrscheinlich doch meinen 100er-Schein anbrechen, ne? Hab den so gegeben und die Frau meint so, ja, das glaube ich auch eher, ne? Dachte mir so innerlich, ist das dein scheiß Ernst? Und ich habe selber mal an der Kasse gearbeitet und das ist so, wie soll ich sagen, dann sagt man halt, ja, okay, ab und zu sind kleine Kinder zu mir gekommen und hatten 10 Cent zu wenig. Meinte ich auch, ach, alles gut, stimmt schon so. Weil die meisten Kassen haben immer so ein bisschen Kleingeld, falls mal ein Cent fehlt oder dass man das dann von da reinwirft in die Kasse. Und die Frau wollte es eigentlich einfach nicht machen. Ich weiß nicht, woran das lag oder so. Auf jeden Fall richtig ekelhaft. Und dann war ich direkt danach beim Türken ein bisschen da einkaufen, so Obst und Gemüse. Kaufen meistens beim Türken, weil es frisch ist einfach. Und auf jeden Fall bin ich dann dahin und da hat mir dann wieder irgendwie ein bisschen gefehlt. So, ich glaube, 10 Cent, 20 Cent oder so haben mir gefehlt, ich weiß es nicht. Und dann hätte ich wieder 20 anbrechen müssen. Und dann guckt der Typ mich so an, er macht so, ach was, denn alles okay und so. Und dann hat er mir sogar noch Schokolade dazu gegeben. Also der Unterschied ist manchmal echt groß. Wie soll ich sagen, der ist echt groß. Ausländer, Kanaken, Türken, ey, die werfen dir alles hinterher. Aber das Ding ist, das Problem dabei ist, die labern dich dann voll. Die reden mit dir so viel. Und das Schlimmste ist, wenn sie deinen Vater kennen. Ja, dein Vater, dies, das, grüß ihn mal, sag mal, was macht er, soll mal vorbeischauen. Wow, wenn die so anfangen, dann hast du auf jeden Fall verloren als Kanake. Und ansonsten, ja, das war's von der Real Talk Story. Ist mir gestern auf jeden Fall passiert, dachte ich mir, muss ich raushauen. Wenn es dir gefallen hat, lass auf mal einen Daumen hoch da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.